Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe mich mein Leben lang mit Licht beschäftigt, von der Petrollampe, von meinem Großvater her, bis zu der heutigen Situation. Licht ist ein ganz besonderes Medium. Ohne Licht sehen wir nichts. Licht begleitet uns das ganze Leben lang. Licht hat einen sehr vielfältigen Einfluss auf den Menschen, der weit über das eigentliche Sehen hinausgeht. Es ist verständlich, warum wir Menschen immer wieder versuchen, dieses Medium zu erfassen, zu erforschen. Wissenschaftlich wissen wir Bescheid. Ob Licht in Wellen oder quantifiziert dargestellt wird, das sind verschiedene Möglichkeiten. Es gibt unendlich Licht im Universum. Es gibt Licht im Sonnensystem. Es gibt Licht am Tag auf der Erde. Es gibt bedingt Licht von Menschen geschaffen. Was hat Licht für einen Einfluss auf uns Menschen? Wie empfinden wir Licht? Lassen Sie uns eine kurze Reise durch Zeit, Raum und Licht antreten. Es ist ein sehr langer Weg bis zum Menschen. Es vergehen Jahrmillionen und immer wieder gibt es Neues zu entdecken. Das Kosmos. Der Kosmos befindet sich heute im Zustand, dass er sich immer weiter ausbreitet. Sein Alter wird mit 13,7 Milliarden Jahren genannt. Die etablierte Theorie besagt, dass mit dem Big Bang, dem Urknall, der Kosmos entstand und sich weiter beschleunigt eben ausdehnt. Im Kosmos befinden sich alle natürlichen Lichtgeber. Die allererste Strahlung stammt aus der Frühzeit des Universums. Sie ist gewissermaßen das erste Licht, das noch immer den Raum durchflutet, aber nur die winzige Zahl von etwas über 400 Photonen pro Kubikzentimeter sind vom Feuerballstadium des frühen Kosmos heute noch übrig. Freigesetzt wurden sie ca. 380.000 Jahre nach dem Urknall, lange bevor die Sterne und Galaxien entstanden. Damals sank die Temperatur aufgrund der Ausdehnung des Weltraums unter 3000 Grad Celsius, sodass die Atomkerne Elektronen einfangen konnten. Die ersten Atome bildeten sich größtenteils Wasserstoff. Durch diese sogenannte Rekombination, sie zog sich gut 100.000 Jahre hin, bekam das Licht, das zuvor ständig an den freien Elektronen gestreut oder von ihnen verschluckt und wieder ausgespien wurde, freie Bahn. Das Universum wurde durchsichtig. Damals klang und schwang der Feuerball wie eine gigantische Glocke. Die Töne und Obertöne haben sich als Verdichtungen und somit Temperaturmesser auf unterschiedlichen Größenskalen in die Hintergrundstrahlung eingeprägt. Sie sind der Schlüssel zum Steckbrief des heutigen Universums. Inzwischen hat die Expansion den Weltraum auf minus 273 Grad, und die Wellenlänge des ersten Lichts in den für unsere Augen unsichtbaren Millimeter- und Zentimeterbereich verschoben. Doch noch immer liefert die kosmische Hintergrundstrahlung einen Schnappschuss des Zustandes vor 13,7 Milliarden Jahren. Ein Blick zurück ist heute möglich durch die Verknüpfung von Raum und Zeit. Hier hat die Raumfahrt enorm dazu beigetragen und Weltraumteleskope liefern uns aus der Ferne und den zurückliegenden Zeiten heute erstaunliche Informationen. Zur Forschung und zur Sichtbarmachung des Kosmos dienen für die Wissenschaft Radiostrahlung, Röntgenstrahlen, Neutrinos sowie Gravitationswellen. Hier sehen wir einige Maße, die uns die unbeschreibliche Größe des Kosmos in etwa zeigen sollen im Verhältnis zu unserem Menschendasein. Die Zahlen können Sie selber lesen, sie sind unglaublich hoch, in Milliarden, während unser elektrisches Licht vor 216 Jahren entstand. Das ist eine Geschichte für sich. Das war lange bevor elektrische Leuchten überhaupt funktionierten. Dann die ersten LED vor ca. 32 Jahren. Unser Menschenleben, wenn es gut geht, 70 bis 90 Jahre. Die Player des Universums. Dunkle Masse ca. 27%.
Sie ist annähernd stabil. Sie sendet weder Licht aus, noch verschluckt sie es. Sie ist annähernd unsichtbar und unaufspürbar. Die dunkle Energie, ca. 68%, das ist das Energiefeld, welches den Kosmos aufwirbelt und auseinandertreibt. Sterne und Planeten, ca. 5% zusammen. Neutrinos, über die wir nachher noch sprechen werden, nicht einmal 1%. Die schwarzen Löcher, sie verursachen starke Gravitätsbeschleunigung. Sie sind weder aufhaltbar durch Masse noch durch elektromagnetische Strahlung, das heißt Licht. Sie können Sterne durchdringen und mit unglaublicher Macht Wucht zerstören. Hier nochmals einige Maße. Das Lichtjahr, 9,46 Billionen Kilometer. Unsere Lichtstraße, 106.000 Lichtjahre. Unser Sonnensystem, nur 150 Lichtstunden. Die Sonne, ein mittelgroßer Stern, 1.391.000 Kilometer Durchmesser. Die Erde ca. 12.742 Kilometer. Der Mond 3.472 Kilometer. Bei den Sternen ist vieles noch unerforscht. Sie sind so weit weg von uns in Zeit und Raum, dass sich ihr Licht kaum oder nur wenig sichtbar darstellt. Im Kosmos befinden sich viele Galaxien. Der Raum dazwischen ist nicht leer, er ist mit verdünntem Wasserstoff gefüllt. Das Universum besteht nur zu einem kleinen Teil aus uns bekannter Materie und Energie, von dem wiederum nur 10% Licht aussenden und dadurch sichtbar sind. Sterne unterscheiden sich nicht nur in ihrer Helligkeit, sondern auch in ihren Farben. Diese Farben erzählen uns etwas über die Physik dieser Sterne. Sie zeigen die unterschiedlichen Typen, Spektraltypen, die sich durch ihre Temperatur voneinander unterscheiden. Eine der ersten Explosionen im Kosmos, aufgenommen vom Hubble-Teleskop. Entschuldigung. Im Kosmos geht es oft gar nicht gesittet zu. Der Kalabash-Nebel ist ein Beispiel des Endes eines Sterns mit wenig Masse, wie zum Beispiel unsere Sonne. Dieses vom Hubble-Teleskop aufgenommene Bild zeigt die Transformation eines roten Giganten in einen planetarischen Nebel. Das in Gelb erscheinende Gas bewegt sich mit der Geschwindigkeit von 1 Million Kilometer pro Stunde. Dieses neueste Bild von der NASA zeigt auf, wie sich in einem Stern, hier ASASN 19BT, ein schwarzes Loch eingenistet hat. Der Stern wurde beobachtet während dem Aufglühen, was auf ein baldiges Verschwinden hindeutet. Schlussendlich wird das Licht vom schwarzen Loch komplett verschluckt werden. Schwarze Löcher gibt es in verschiedenen Ausführungen im Kosmos. Die Milchstraße, die Galaxie, zu welcher auch unser Sonnensystem und unser Planet Erde gehört, ist eine Balkenspiralgalaxie. Unser Sonnensystem umfasst die Sonne, die sie umkreisenden Planeten und deren natürliche Satelliten, die Zwergplaneten und andere Kleinkörper wie Kometen und Meteoriten, sowie die Gesamtheit aller Gas- und Staubteilchen, die durch die Anziehungskraft der Sonne an diese gebunden sind. Das System hat mindestens 100 Milliarden bis 400 Milliarden weitere Sterne. Die Sonne, eine heiße Plasmakugel, ist die Grundvoraussetzung für die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf dieser Erde. Die Sonne zeigt eine periodisch wechselnde Zahl an Sonnenflecken, die in Zusammenhang mit starken Magnetfeldern stehen. Es gibt unzählige andere Sonnen mit teilweise erheblich höherer Leuchtkraft, aber sie sind so weit entfernt, dass wir sie zu einem kleinen Teil nur als leuchtende Sterne, aber im großen Ganzen überhaupt nicht wahrnehmen. Wie entsteht Licht in der Sonne?
Wenn sich die Elektronen und die Atomkerne der Sonnenmaterie in ihrem Zickzackflug gelegentlich aneinander vorbei bewegen, dann entstehen zahlreiche kleine Strahlungsblitze, Lichtquanten. Diese werden aber immer wieder in dem Elektronen-Atomkerngemisch der Sonnenmaterie abgelenkt. Der Weg nach außen ist mühevoll und kann bis über 100.000 Jahre dauern. Finden Sie aber nach außen, werden Sie durch die Turbulenz, welche durch den Temperaturunterschied zwischen der Sonnenoberfläche und ihrer Umgebung entsteht, mittels Konvektion endlich frei. Der Sonnenstrahl, welcher uns nach ca. 8 Minuten trifft, hat dabei eine Strecke von ca. 100.000 Kilometer durch die Oberfläche der Sonne zurückgelegt. Diese hat an der Oberfläche außen immer noch eine Temperatur von 6.000 Grad Kelvin. Diese heiße Plasmakugel ist die Grundvoraussetzung für die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde. Die Sonne zeigt eine periodisch wechselnde Zahl an Sonnenflecken, die im Zusammenhang mit starken Magnetfeldern stehen. Der gesamte Umfang der Strahlen, das wissen wir, der Sonne reicht über das sichtbare Licht hinaus. Das elektromagnetische Spektrum hat die größte Intensität im Bereich des sichtbaren Lichtes. Meist nicht zur Sonnenstrahlung gerechnet wird die neben der elektromagnetischen Strahlung der Sonne ebenfalls emittierte Teilchenstrahlung. Sie besteht aus den geladenen Teilchen, Sonnenwind und Neutrinos, die bei der Kernfusion im Innern der Sonne entstehen. Die Sonne ist für Astronomen ein aktiver Stern. Es brodelt in ihr und oft auch an der Oberfläche. Neutrinos wurden zuerst als masselos gehalten. So benötigen Neutrinos im Gegensatz zu Elektronen nur sehr kurze Zeit, um die Sonne zu durchdringen und noch kürzere Zeit, um die Erde zu erreichen. Im Gegensatz zur Lichtstrahlung können Neutrinos Masse durchdringen. Zudem werden aber auch im Kosmos Neutrinos produziert. Es wird heute davon ausgegangen, dass sie selbst durchaus allerdings wenig Masse haben. Dies würde bedeuten, dass sie auch Energie auslösen können. Ob es gelingen wird, Neutrinos einzufangen und so Energie zu gewinnen, wird erforscht. Es gibt dabei ein Projekt IceCube, in welchem Neutrinos gefangen und analysiert werden. Interessant ist, dass Neutrinos auf dem Weg zur Erde wechselnd drei verschiedene sogenannte Geschmäcker entwickeln. Das heißt, auf dem Weg zur Erde ihre Eigenschaften mehrfach wechseln. Neutrinos könnten theoretisch die neuen dezentralen Energieträger werden. Aber der Weg ist noch sehr weit. Wie gesagt, die Sonne ist der alleinige natürliche Lichtgeber für unsere Erde. Sie ist die Treibkraft, dass Leben auf diesem Planeten überhaupt möglich ist. Abhängig von der Wellenlänge gelangt die Sonnenstrahlung nur teilweise zur Erde. Ein Teil wird von der Atmosphäre absorbiert oder durch Reflexion in den Weltraum zurückgeschickt. Mit beeinflusst wird die Intensität der Sonnenstrahlung durch den Winkel der Einstrahlung sowie durch Wolken. Strahlt die Sonne mehr oder weniger direkt auf die Erde, dann scheint sie uns strahlend weiß. Ihr Licht muss dann eine relativ kurze Strecke in der Erdatmosphäre zurücklegen. Die Erdatmosphäre selbst besteht zum größten Teil aus den Molekülen Stickstoff und Sauerstoff. Die Lichtstrahlen treffen auf kleine Teilchen in der Luft und werden von ihnen gestreut und wie in einem Prisma in die verschiedenen Farben aufgelöst. Blaues, kurzwelliges Licht wird dabei stärker gestreut als das langwellige Rote. Deswegen erscheint uns der Himmel dann blau. Am Abend und am Morgen sind die Verhältnisse jedoch ganz anders. Beim Morgen- oder Abendrot steht die Sonne tief am Himmel und der Weg, den das Licht in der Atmosphäre zurücklegen muss, ist entsprechend länger. Nach dem Sonnenuntergang, das heißt, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, wählen sich für kurze Zeit die blauen Farbanteile am Himmel zurück und geben uns die sogenannte blaue Stunde. Alles hüllt sich in ein dunkles Blau, welches sich anschließend in Dunkelheit schwarz verwandelt. Diese Grundlagen beeinflussen das Leben auf der Erde als Licht, als Wärme. Sie sind die Basis des Lebens für die Menschen, aber auch für Tiere und Pflanzen. Denn ohne Sonnenlicht gibt es kein Leben auf diesem Planeten.
Diese Aufnahme des Meteorologen, Forschers, Künstlers und Fotografen Andreas Züst, den ich sehr, sehr schätze, weil er uns Licht darstellen kann, zeigt uns die Lichtinseln unter dem Nebel. Wir sehen hier die Begrenztheit der künstlichen Beleuchtung im Verhältnis zum allumfassenden Tageslicht. Der Gegensatz von natürlichem und menschengeschaffenem Licht. Natürliches Licht ist am Tage universell verfügbar, sofern wir die vorgängigen Paradigmen berücksichtigen. Menschengeschaffenes Licht ist immer nur in einem begrenzten Umfeld möglich. Und so sollte es auch bleiben, denn wäre es universell verfügbar, dann würde dies unser Leben zerstören. Trotz Energiesparen emittieren wir immer mehr Licht. Dabei benötigen wir wenig Licht, um zu sehen. Der Mehrverbrauch hat viele Gründe. Ein wesentlicher Faktor, finde ich, ist die Tatsache, dass die Nacht immer mehr zum Tage gemacht wird und wir daran sind, eine 24-Stunden-Gesellschaft zu werden. Die Nacht als Gegenpol des Tages, eine unglaubliche Ruhe geht von diesem Bild in der Wüste aus. Wir müssen lernen, mit weniger künstlichem Licht zu leben. Das ist die Stunde der Tageslichtintegration. Stephen Hall, ein Architekt, der weltweit arbeitet, ist einer der stärksten Protagonisten für die Anwendung von Tageslicht in Gebäuden. Er wurde für seine Projekte mehrfach ausgezeichnet. Die Integration und Führung des Tageslichts durch die Gebäude, die Formung des Lichtes durch Kanten und Rundungen ist beispielhaft. Das ist eine Abbildung des neu eröffneten Beijing International Airport. Sie wurde von der früh verstorbenen Architektin Zaha Hadid entworfen. Auch hier wird dem Tageslicht viel Sorgfalt gewidmet. Hier wird Licht als Materie wahrgenommen und durch die verschiedenen Bögen verformt. Auch das ist Tageslicht in der Architektur. Die Kirche in Katzis in der Schweiz wurde 2008 erbaut. Das rechte Auge ist gegen den Himmel gerichtet, das mittlere sucht den Himmel und das linke schaut zum Menschen und zur Straße. Der Blick aus den Lichtschlitzen zieht dadurch gleichsam eine Linie vom Himmel zu den Menschen. Die Sonne, die Erde und letztlich wir Menschen sind ein kleinster Teil des unendlichen Kosmos. Seien wir uns bei unseren Aktivitäten dieser Relation bewusst. Die Auswirkung von Licht. Licht wirkt sich gesamtheitlich auf den Menschen aus, biologisch, gesundheitlich. Licht steuert unseren Lebensrhythmus. Licht beeinflusst aber auch unsere Wahrnehmung und unsere Sinne. Wie wir Licht wahrnehmen und aufnehmen, ist individuell. Betrachten wir Licht als ein Geschenk, auch für unsere Sinne. Lassen wir das Licht seinen Verlauf, seine Farben und seine Auswirkungen empfinden, auf uns einwirken. Wenn wir das bewusst machen, eröffnet sich uns eine ganz eigene Lichtwelt. Dankeschön. Ja. Sie haben eine lange Lebensspanne Erfahrung. Was prognostizieren Sie für die nächsten 50 Jahre? Darüber reden wir dann. Da kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich da nicht mehr leben werde. Aber Sie können zumindest auf ihn. Also, was mir jetzt auffällt bei dieser Tagen, ist die Technologie nimmt uns in Beschlag. Und das ist schade. Denn das Individuelle, das persönliche Empfinden von Licht
finde ich, wesentlicher, als dass wir gesteuert werden. Danke. Okay.